Immerhin am Leben. Das ist wohl die Hauptsache. Joker, alles in Ordnung? Vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Na dann nutzt Zeit für einen Landgang. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Ist das Schiff sicher? Hoffen wir doch, oder? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Also rein. Diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Norman die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station, direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Wisst ihr noch, als ich mal gesagt habe, am Ende ist es entscheidend, dass wir wissen, was unsere Teammitglieder können und was nicht? Habe ich mal ganz am Anfang erwähnt, als wir noch auf Horizon waren. Und jetzt ist dieser Punkt gekommen. Wir müssen uns entscheiden, welche Spezialisten wir für welche Aufgaben zuteilen. Und das wird auch darüber entscheiden, wie viele von unseren Crewmitgliedern überleben. Hier kann jeder sterben. Jeder Einzelne kann hier draufgehen. Aber wir können auch alle durchbringen, wenn wir es gut machen. Und einen Tech-Spezialisten, da haben wir genau zwei Stück. Uns wird jeder angezeigt, der irgendwie ein bisschen mit Tech umgehen kann. Aber nicht jeder davon ist ein Spezialist. Die richtigen Spezialisten sind Tali und Legion. Und genau einen von den beiden müssen wir hier nehmen. Selbst bei den erfahrenen Technikern der Quarianer als mechanisches Genie bewundert, am effektivsten ist sie, wenn sie mit technischen Problemen konfrontiert wird, die eher mit Intelligenz statt mit roher Gewalt zu lösen sind. Und an der Stelle würde ich sagen, bringen wir Tali mal in Lebensgefahr. Denn ja, mir ist es irgendwie, es macht's ein bisschen prickelnder, als Legion reinzuschicken. Missionar bei den Wilden, aha. Ja, als Legion reinzuschicken, der letztendlich eine verzichtbare Hülle bloß hat. Mit Tali ist das Ganze ein bisschen dramatischer. Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Mhm. Und unsere zweite Wahl. Wen nehmen wir als Anführer der zweiten Gruppe? Hier gibt es drei richtige Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn man auf keinen Fall nehmen sollte, das ist Tali, aber die ist sowieso schon außen vor. Denn wir wissen noch, auf Horizon hat sie aufgrund ihrer mangelnden Führungsfähigkeiten ihre Gruppe in den Tod geführt. Und deswegen, wenn man Tali nimmt, dann sieht es schlecht aus für die zweite Gruppe. Wen man nehmen kann,
Das ist einerseits Jacob, der Führungsfähigkeiten hat, altgedienter Unteroffizier, dann natürlich Miranda, auch die ist nicht falsch, genetisch modifiziert, um in allen Belangen überlegen zu sein, wechselt sie problemlos zwischen mächtiger Biotikerin und unvergleichlicher Soldatin einerseits und brillanter Taktikerin und wachsamer Wächterin andererseits hin und her. Die ist auf jeden Fall auch eine gute Führungspersönlichkeit und die ist ja auch im Prinzip die zweite Frau hier im Team, also... Ich glaube, die ist der erste Offizier, das heißt, wenn Shepard etwas passieren sollte, wäre sie auch die Führungspersönlichkeit hier. Und dann die dritte Person, die wir nehmen können, ist Garrus, der abgestumpfte Bulle, vormals General. Der war mal General? Okay. Und Garrus will ich auch nehmen, denn wir erinnern uns, auf Omega hat er zwar seine gesamte Truppe verloren, aber nicht, weil er so schlecht geführt hat, sondern erst, als er durch einen Hinterhalt, durch einen Verrat weggelockt wurde von der Truppe. Und dann hat die Führungsfähigkeit von Garrus gefehlt, sodass die Truppe draufgegangen ist. Also diese drei, Garrus, Miranda und Jacob kann man nehmen, damit die Truppen überleben. Die sind die geborenen Anführer. Garrus darf sie führen. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Du kannst das. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind. Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Eine heroische Rede. Vor dem letzten Gefecht. So, jetzt müssen wir uns bloß noch entscheiden, wen wir mitnehmen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es wird übrigens nicht die letzte Entscheidung gewesen sein, die wir treffen müssen. Das wird noch weitergehen. Und hier sehen wir, die beiden sind außen vor. Garrus und Tali. Die sind jetzt mit Spezialaufgaben versehen. Wen nehme ich denn mit? Ich glaube, ich nehme mal Miranda mit. Mit ihrer Biotik. Oder, ich weiß es gar nicht. Was ist denn mit Thane? Ich will mal kurz bei Thane schauen. Wurffeld. Verbesserter Warp. Das klingt eigentlich auch gut. Ich nehme mal Thane. Und als zweiten nehme ich Mordin. Warum nicht? Das ist eigentlich mal eine ganz coole Truppe. Ab geht's. So, die Punkte können wir hier leider nicht mehr ausgeben, aber bei Thane geht noch was. Und ich würde sagen, da gehen wir mal auf den Drell-Attentäter. Ein bisschen Gesundheit kann ich schaden. So, Matok Locust. Ja, die Handkanone benutze ich eh nicht. Und der Partikelstrahler ist mir wichtig. Hier haben wir, okay. Incisor und Locust, okay. Gut, und an der Stelle mache ich nochmal eine kurze Unterbrechung und dann geht's los mit dem finalen Auftrag. Bis gleich. Jetzt geht's los. Basis betreten ist unsere erste Aufgabe und ich möchte natürlich nicht mit dem Partikelstrahler als erstes hier agieren. Gut. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Da liegen ja schon Leichen rum, Mensch. Okay, los geht's. Ich nehme mal an, hier kommen schon die ersten Gegner. Natürlich. Jetzt wird es also die volle Kollektoren-Action geben hier. Nichts anderes wird uns hier mehr erwarten. Aber die haben es in sich. Gut, ich glaube, ich dringe mal ein bisschen weiter vor. So. Müssen wir uns erstmal hier ein bisschen durchsetzen, bevor wir weiter vordringen können. Aber das hat sich jetzt schneller erledigt, als ich dachte, muss ich zugeben. Okay. Dann beginnt gleich das Spiel gegen die Zeit. Aber das werden wir gleich sehen. Ventile deaktivieren. Darum ist sie. Ventil in der Nähe des
Lüftungsschacht. Müsste das Tor öffnen. Mhm. Los geht's. 1 von 8 Ventilen offen. Und ab jetzt müssen wir uns beeilen. Stelle Kontakt her. Oh, fuck you. What? Ich zieh mich mal wieder zurück. Ich weiß. Los geht's. Offen. Gleich aus der Luft geschossen, den Kollegen. Super. Okay. So, weg mit dir. Ich weiß. So, weiter geht's. Wir müssen bloß immer mal ein bisschen die Leute abwehren, Tali. Das ist nicht so einfach. Da haben wir sie wieder. Weiter mit dir. Na klar. Bitte nicht zu zeitig. Oh, gut gemacht. So. Ich würde sagen, wir dringen mal direkt weiter vor. Wir müssen mal ein bisschen offensiver rangehen. Auch wenn wir eigentlich schon ein bisschen Zeit haben, bis Tali da gebraten wird. Aber muss ja nicht sein. So, Fang gleich noch hinterher. So. Das geht gut. Ich weiß. Wir sind schon dran. Also es ist wirklich so, wir sehen ja auch unten, da ist ja so eine Zeitleiste. Wenn die runter ist, dann stirbt Tali leider. Denn hier drin wird's heiß in den Dingern. So, aber wir sind ziemlich schnell unterwegs. Wir haben fixe Beinchen gerade. So, vielleicht mag Mordin mal. Ja, dankeschön. Wow. Du Hund. Ich weiß. So. Alles klar. Ja, du bist fast am Ende. Wir müssen nur noch ein einziges aktivieren und das ist gleich davon. Aber wir müssen halt erstmal da hinkommen. Das wird das Hauptproblem. So. Das war's für den... Oh nein, der Vorbote, der nervt schon ganz schön, ne? Komm schon. Wir könnten übrigens auch einfach zu dem Ventil vorstürmen, aber ich will es mal richtig machen. So, ich glaube, das war's. Auf das Ding. Kommen. Wir sind in Position. Sofort diese Tür öffnen. Los, wir geben Deckung. Da kommt sie! Zurück! Sperrfeuer! Lassen Sie niemanden durch die Tür! Gute Arbeit, Tali. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Kapseln, in denen sie entführt wurden. In Massen. Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott, sie lebt noch. Ah!
grausames Schicksal lebendig zu Matsch verarbeitet. Und wenn wir getrödelt hätten, würde Kelly, die wir hier auch finden, an dieser Stelle sterben. Dr. Chakwas. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Gott sei Dank waren Sie rechtzeitig hier. Ein paar Sekunden später und ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Ich weiß nicht. Ich bin nur froh, dass sie hier waren, bevor sie das Gleiche mit uns gemacht hätten. Das sind wir auch. Aber wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Bis jetzt haben wir uns gut geschlagen. Hoffentlich können wir die Sache auch zu Ende bringen. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Und an der Stelle überschätzt sich Miranda mal. Eine Sache noch zu Kelly, also ich habe ja gesagt, wenn wir getrödelt hätten, wäre sie hier gestorben. Das bezieht sich darauf auf den Punkt, nachdem sie entführt wurden. Also wenn wir da nicht sofort zum Omega-4-Portal hingemacht hätten, dann wäre sie hier gestorben und wir hätten gesehen, wie auch sie zermatscht wird. Was übrigens ein unglaublich grausames Schicksal ist, denn ich glaube nicht, dass das wirklich schmerzfrei gewesen sein wird. Und also die werden schon unglaubliche Qualen kurz vor ihrem Tod erlitten haben, da die Kolonisten. Und dadurch, dass wir sofort hin sind, konnten wir Kelly retten und ansonsten wäre die halt gestorben. So, und hier müssen wir uns jetzt für einen reinen Biotiker entscheiden. Wir sehen, alle Biotiker sind vertreten. Thane, Miranda, Jacob, Jack und Samara. Aber reine Biotiker sind nur Samara und Jack. Und das sind auch die einzigen, die das hier perfekt hinkriegen. Also gerade eben bei unserer Entscheidung zuvor, wenn wir da einen Fehler gemacht hätten, wäre jemand an der Tür getötet worden. Übrigens, selbst wenn man sich richtig entscheidet, wenn man nicht die Loyalität zu allen aufgebaut hat, kann es zufallsbedingt passieren, dass jemand dort stirbt. Also es ist nicht gesetzt, dass dort auf jeden Fall jemand stirbt, der nicht loyal ist, aber es kann passieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Loyalität zu allen aufbaut in seinem Team. So, und ich entscheide mich aber für Samara, die wird die stärkste Biotik haben und ich bin der Meinung, die wird auch eine stärkere Biotik haben als Jack normalerweise. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Das wird wohl wieder mal Garrus sein, denke ich mal. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. An der Stelle muss man jemanden mitgeben, ansonsten sterben die beiden. Also, beziehungsweise, wenn man Kelly nicht retten konnte, dann stirbt Dr. Chakwas an der Stelle. Und es ist wichtig, dass hier jemand mitgeht, der loyal ist. Bei uns sind das natürlich alle, das heißt, es ist völlig egal, wen wir jetzt mitschicken. Aber es muss jemand sein, der loyal ist, ansonsten klappt das nicht. Und am logischsten finde ich hier eigentlich die Wahl Kazumi, weil sie mit Heimlichkeit am besten umgehen kann. Das heißt, wenn da irgendwo Gegner kommen sollten, kann sie sich am besten verstecken. Ist letztendlich egal, aber ist für mich die logischste Wahl eigentlich an der Stelle. Joker, übermitteln Sie mir die Position der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Gut. Jetzt geht's los.
Hier ist schon jemand weg. Wer ist denn das? Ach, das ist Kazumi. Die wird gleich gar nicht mehr mit angezeigt. Das ist ja auch interessant. Okay. Kazumi ist raus aus dem Spiel. Die können wir auch nicht mehr auswählen. Die ist wirklich weg jetzt. Also die ist ja zurückgegangen zum Shuttle. Zumindest eine, die überlebt schon mal. Das ist ja schon mal ganz gut. Und wen nehmen wir denn jetzt mit? Ich nehme wieder Mordin mit. Und als zweites... Wisst ihr was? Ich nehme nochmal Thane mit. So, nehmen wir nochmal das Team. Gut, Waffen bleiben. Ab geht's. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Und das wird jetzt ein bisschen speziell, denn wir müssen immer in der Nähe von Samara bleiben. Außerhalb davon wird's ungemütlich. Denn wir sehen die Siegerschwärme. Garrus, unser Team ist in Position und wartet auf Ihre Befehle, Shepard. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. So, ich gehe schon mal hier in Deckung. Sind Sie bereit? Ah, geht gar nicht. Achso, wir müssen sie jetzt anklicken. Also, wir erreichen immer mal solche Punkte, an denen sie stillsteht. Und dann müssen wir sie erst anklicken, damit es weitergeht. Gehen wir, Commander. Ja. Feind greift an. Wir sind vor. Sie haben uns gesehen. Haben wir ihm schon schön einen verpasst zum Anfang. So, damit ist seine Barriere schon mal im Arsch. Nur noch die Panzerung übrig. Halt, nicht so weit gehen. Hat gerade irgendwie die Taste geklemmt bei mir. So, der Vorboot ist hinüber. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Geht klar. Wir sind Vorboot. Ah, er hat sich schon wieder einen neuen geholt. Ist ja schrecklich. So, wo ist denn der Vorbote? Zeig dich, Junge. Aha. Da ist er also. Geht klar. So, und jetzt darf auch Mordin. Wunderbar. Also der Vorbote ist mit geteilter Arbeit kein... Nicht schon wieder. Kein so großes Problem eigentlich. Man muss halt nur wissen, was man gegen welche... gegen welche Verteidigung einsetzen muss. So, komm, stirb. Na, wirst du wohl. Alles klar. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Geht los. Geile Stiefel übrigens. Commander. Na gut, ich nehme mal an, wir gehen hier runter. Ja. Ich weiß nicht, woher Sie wissen, wo Sie lang gehen müssen, aber ist mir recht. Wir sehen schon, Samara muss ihre ganzen Kräfte aufwenden, Feinde. So wie es aussieht, ne? Direkt vor uns. Aha. Aber die sind kein Problem, solange sie dort an der Kante sind. Da können wir sie wirklich einfach runterstoßen. So, das Monster noch weg. Oh, die hat es schon vorher erwischt. So, halt mal. Bleib mal schön da, Vorbote. So, jetzt noch ein bisschen Verbrennung. Dann kann man den schon fast aus der Luft fischen. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Ja, geht klar. Lass mich mal noch kurz. Dann geht's auch gleich weiter. So, Mordin, verbrenn den mal. Och, der Vorbote nervt. Das ist unglaublich. So, Thane bitte auch. Du aber auch nicht, Kollege. Alles frei. So. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Geht los. Gehen wir. Mhm. Halt, die Muni nehme ich noch mit. Solange sie noch nicht im Bereich des Siegerschwärmes ist. Und wir werden gleich sehen, es wird immer schwerer für Samara, ihre Kräfte noch aufrecht zu erhalten. Das geht an der Stelle jedem Biotiker so. Aber wir können uns denken, dass die Spezialisten ein paar Reserven mehr haben als die anderen. Guter Schuss. Schön, dass es bei Garrus noch läuft. Wir können auch mal schauen, was passiert, wenn wir rausgehen. Lassen die Barriere.
Das greift unsere Schilde ganz schön an und das überleben wir nicht lange. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis wir bereit zum Abzug sind. So, und an der Stelle gehen wir gleich mal auf den großen Noshi. Ups, habe ich den gerade in der Mitte zerschossen? So, dann doch vielleicht mal die Kleinen erst abwehren. Wir sind halt ein bisschen immobil jetzt gerade, ne? Kannst du bitte mal... Toll gemacht. Geh doch mal in Deckung hier. Nein, Shepard, was tust du? Geh wieder zurück. Oh, Alter. Dieser Typ macht mich wahnsinnig. So, lass mal den weg. Ist da noch einer hinten? Nee. Gut, dann sollte es jetzt laufen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind vorzurücken, Commander. Geht weiter. Ziehe mich zurück, Commander. Du sollst dich nicht zurückziehen, sondern weiter vorstoßen mit mir. Gut, ich glaube, das war jetzt schon die schlimmste Welle, die wir hier abfangen müssen. Jetzt wird es, glaube ich, nicht mehr schlimmer. Also ich glaube, die Wellen, die jetzt noch kommen, die sind bloß noch so ein kleiner, kümmerlicher Restwiderstand. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Kommen wir noch mehr? Hallo? Nicht so? Okay. Ich halte durch, solange ich kann. Jetzt wird es langsam haarig für Samara. Wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir einfach noch einen zweiten starken Biotiker mitgenommen hätten? Die hätten sich abwechseln können. Aber nein, wir müssen ja einen nehmen. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Kommen die letzten Kräfte nochmal mobilisieren. Wir halten alles auf, was dir in den Weg kommt. Schneller, Samara. Geringerer Biotiker würde an dieser Stelle auf der Strecke bleiben. Nicht schlecht, Mädchen, nicht schlecht. Und geschafft. Hören Sie mich, kommen Sie schon, Shepard, wo sind Sie? Ich höre, was ist Ihre Position? Sind an der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür! Na los! Tür versiegeln! Alles gut? Garrus kann Schüsse abfangen. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Kasumis Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. So, damit haben wir alle Entscheidungen getroffen, die wir treffen müssen. Jetzt ist es wirklich unsere eigene Wahl, wen wir nehmen. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, falls jemand nicht mit voll loyalen Leuten hier jetzt gehen sollte... Er muss auf jeden Fall mindestens einen mitnehmen, der ihm loyal gesonnen ist. Ansonsten überlebt Shepard das Ganze nicht und ihr könnt das Spiel nicht abschließen. Noch besser ist es natürlich, wenn beide loyal sind, denn wer nicht loyal ist und hier jetzt mitgenommen wird, stirbt auf jeden Fall. Gut, das Problem haben wir nicht. Bei uns sind alle loyal und ich würde sagen, wir nehmen Garrus mit und Tali. Einfach nur, weil die beiden es verdient haben. Gut, los geht's.